Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Test, möchte ich mal hier so anmerken. Und zwar zu Trigger Fist. Nein, nicht Fisten, sondern Trigger Fist. Das ist so eine Art, wie soll ich das sagen, COD. Mit vier verschiedenen Spielmodi: Free for All, Team Deathmatch, King of the Hill und Sacred Goat. Ja, da muss ich irgendwie so eine Ziege 90 Sekunden irgendwie halten und dann haben wir gewonnen oder so das Team. Ich möchte aber jetzt auch nicht so lange hier mit der Einleitung alles hier und da und tralala, sondern direkt loslegen. Wir können über ein Game Center starten. Das Ganze gibt's für Apple im iTunes Store für lau. Ja, also umsonst. Wir haben hier, wie gesagt, Matchmaking, das ist über oder Singleplayer. Und ich habe jetzt Scheiße erzählt. Play with Friends ist spielen ein bisschen online gegen die ganzen Chaoten. Und stellt euch schon mal drauf ein. Moment, ich muss mal auf dem Computer hier das Bildchen ein bisschen größer machen, dass ich was sehe. So, stellt euch schon mal drauf ein, dass ich mich aufrege. Ja, dass ich mich aufregen werde wie eine Sau, wie damals bei COD Ghost. Kennt der ein oder andere sicherlich noch. Wir können verschiedene Sachen einstellen. Hier Verbesserungen und und. Ich lasse jetzt mal alles so, da komme ich eventuell ein andermal noch drauf. Ja, was soll ich sagen und nicht lügen? 14 Sekunden müssen wir noch warten, bis das Spiel startet. Wir spielen 4 gegen 4. Ich bin in dem grünen Team mit Hot Curry, Emergency oder wie auch immer und Stevie. Ja, und wir spielen jetzt in den Appalachen. Und ich würde sagen, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die ganzen Icons wie Schlagen, Laufen, Waffen, Schießen und der ganze Quatsch kann man sich anpassen. Ja. Kann man sich anpassen, also sprich auf dem Display verschieben, wie man möchte, und leck mich doch jetzt. Hier ist die Ziege. Leck! Siehst du, genau das meine ich. Genau, kann man alles einstellen, wie man es will und anordnen, wie man es will. Ich habe jetzt mal diese Anordnung genommen und versucht damit zu spielen. Also, ich muss sagen, wenn ich es nicht aufnehme, ich habe schon online gepostet, habe ich teilweise 11, 12 Abschüsse. Und jetzt natürlich, wenn ich dazu laber und mich aufs Reden konzentriere, kriege ich weniger hin. Das ist, glaube ich, irgendwie. Ist das, keine Ahnung. Ach, leck mich doch jetzt! Mann, Mann, Mann. Schade, dass man über den Charakteren den Spielnamen nicht sieht. Könnte ich mich wenigstens über diese Leute aufregen. Ja, verpiss dich jetzt. Wo ist er jetzt? Dieser Honk. Ah, das ist so wohl gern. Ja, ihr seht, es ist ja ein bisschen bis auf den Ziegenmodus wie COD. Und ja, vielleicht die Grafik jetzt nicht so pralle. Aber mein Gott, es macht Spaß, so für zwischendurch. Macht es echt Spaß, kann man mal spielen. Man kann auch nur gegen Bots spielen, also gegen einen Computer. Macht, finde ich, jetzt nicht so viel Spaß. Leck mich am Sack. Ich frage mich echt, wo meine ganzen Team-Members rumlaufen. Wo sind diese? Also, da ist einer. Der ist auch immer, wenn ich die Ziege am Rücken habe, es ist nie jemand da. Ja? Hat ein anderer die Ziege am Rücken, wieder umzingelt von was weiß ich wie viel Spieler. Da ist die Ziege. Und ich gehe jetzt davon aus. Gut, der hat die Ziege. Ach. Leck mich doch jetzt am Sack, ohne Witz. Diese kleine Appalache.
verlachen, Schwuchtel. Ja, übrigens, ich habe mich jetzt entschlossen, ich habe heute Mittag, habe ich noch eine Runde Minecraft aufgenommen. Die ging irgendwie total in die Hose, weil das erste Mal, wo ich nicht wusste, was ich erzählen soll, was ich sagen sollte, und ich habe noch ein paar andere Sachen im Kopf gehabt, wo ich drüber nachgedacht habe. Ja, da am Dienstag aber keine Folge online gekommen ist, habe ich gedacht, komm, ich nehme wenigstens was auf. Ich hab aufgenommen, beim Rendern ist mir die Aufnahme zerfetzt worden, keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall, siehste, das ist das. Wenn ich die Ziege habe, ist keiner da. Und jetzt ist jeder da. Diese Hobby-Schwuchteln. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, hier. Hier bei dem kleinen feinen Let's Play oder bei dem Spiel, Test oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob ich das regelmäßig bringe, möchte ich auf jeden Fall ein, zwei Sachen zu gewissen, in Anführungszeichen, ich nutze das Wort nicht gerne, YouTuber sagen. Ich bin keiner, der irgendwelche Diss oder Ansagen oder sonst irgendwas raushaut, ja. Normalerweise geht mir das am Arsch vorbei und lass die Leute doch machen. Aber, ganz ehrlich, es geht um Rauchverbot und Tanzverbot. Tanzverbot hat jetzt, glaube ich, 155.000 Abonnenten. Ja, die Machart von den Videos. Also ich spreche nicht von der Qualität. Ich spreche auch nicht auf gar keinen Fall sein Aussehen an. Es geht mir nur um das Konzept. Ist halt ein bisschen, ja, es ist halt ein bisschen primitiv, ja. Er regt sich über Gott und die Welt auf, er filmt das, stellt es online und damit hat er Erfolg. Gut, wenn die Leute das sehen wollen, alles gar kein Thema, können sie gern machen. Ich finde es auch nicht richtig, dass er seinen Verifizierungsbalken oder Haken, wie auch immer, verloren hat oder abgenommen bekommen hat. Keine Ahnung, was da war. Ich finde es auch nicht richtig, dass er auf Twitch gebannt wurde. Vorausgesetzt, er hat nichts sich zu Schulden kommen lassen. Ja, dann finde ich es eine Sauerei. Ja, aber ganz ehrlich, er sagt in seinen Videos hier, Kabel Deutschland ist scheiße, ist scheiße, ist scheiße. Mein Gott, Junge, dann wechsel den Anbieter. Ich habe mich auch mal über Vodafone aufgeregt. Ja, schon. Habe ich aber einmal gemacht. Ich mache aber keine YouTuber dumm an. Ich disse weder den PewDiePie noch den Gronkh noch sonst was, was der Rauchverbot gemacht hat. Rauchverbot ist ein Kind, der macht Tanzverbot alles nach. Ja, der sieht wahrscheinlich, oh, ich habe Erfolg. Tanzverbot hat Erfolg. Ich mach mal das, was Tanzverbot macht. Ja. Ist nur ein billiges China-Imitat. Ja, wie der liebe Rischmaster und dann mein Video geschrieben hat. Weil der Rauchverbot meinte ja, dass alle YouTuber, also ich zitiere jetzt wörtlich, ihr könnt das gern unter meinem Minecraft-Video sehen und euch angucken. Ich übertreibe nicht. Er sagte wortwörtlich, alle YouTuber sind Kacker, außer ich bin der Boss. Das sagt Rauchverbot von sich. Ja. In jedem Video, ich habe mir ein paar Videos, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir von paar Videos von Rauchverbot und von Tanzverbot angeschaut, damit ich überhaupt weiß, über was ich rede. Und da ist doch wirklich so ein Spacken wie Rauchverbot. Ganz ehrlich, der ist krank. Krank ist jeder mal, gar kein Thema. YouTuber, die krank sind, machen auch Videos. Also jetzt Erkältung oder sonst irgendwas. Kein Thema. Habe ich auch schon gemacht. Aber der Rauchverbot zieht alle paar Sekunden seine scheiß Nase hoch. Aber so richtig, dass man richtig hört, dass sie voll verschleimt ist. Sowas ist asozial. Sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Wenn man unterwegs ist, sowas macht man nicht in seinen Videos, sowas macht man allgemein nicht. Dieser Junge hat keine Erziehung. Das ist jetzt meine Meinung. Er hat einfach keine Erziehung. Weil wenn er nämlich irgendeine Erziehung hätte,
Ja? Wo ist denn jetzt dieser Spacken? Also nicht Rauchverbot, sondern hier im Spiel, in-game. Nicht, dass, naja, der beleidigt, der beleidigt, der beleidigt, der beleidigt. Ich beleidige niemand, ich sage nur meine Meinung. Und wenn ich sage, wo ist dieser Scheiß Spacken? Und dann meine ich hier dieser in-game. Ja. Also Rauchverbot ist nur jemand, der jemand anders imitiert, der gegen PewDiePie, gegen Kronk disst, der in seiner Videoüberschrift groß anprangert, Ansage gegen, was weiß ich, Kronk, PewDiePie, was weiß da nicht. Alter, meinst du, die gucken sich die Videos an, gerade ein PewDiePie oder ein Kronk? Also ich glaube, wenn Kronk deine Videos sehen soll, brauchst du sehr viel Glück. Und wenn PewDiePie deine Videos sehen sollen, also diesen Diss, da brauchst du so viel Glück kann man gar nicht haben. Aber mach weiter, mach deinen Scheiß weiter und ja, es ist halt nur traurig, dass mittlerweile die meisten Leute sowas feiern, irgendwelche Diss und das habe ich sowieso schon mal beobachtet. Irgendwelcher, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Beef geht auf YouTube oder in der Musikindustrie oder sonst irgendwo immer. Ja, und das finde ich ein bisschen traurig. Und man kann, normalerweise sollte man sich zusammenschließen, können zusammen was starten. Aber ganz ehrlich, wenn ich so Leute wie die zwei habe, ey, ganz ehrlich, nee, die sind bescheuert. Es, nee, ich möchte nicht kaufen. Es tut mir leid, weil, ja, er ist einfach, der Rauchverbot ist ein Assi, ja, macht einfach nur ein Konzept nach. Tanzverbot hat ein Konzept, ja. Ich hab unterm Post von ihm gelesen, aber ich glaube, das war eher liebevoll gemeint. Dass jemand geschrieben hat, irgendwie, er ist wie ein, warte mal, Tanzverbot ist wie ein Eichhörnchen auf Koks. Also das soll jetzt keine Beleidigung sein, das wurde geschrieben. Ich fand's lustig, ja. Also wenn zu mir einer sagt, du bist wie ein Eichhörnchen auf Koks, ich würd das feiern, das ist witzig halt, mein Gott. Aber Tanzverbot hat ein Konzept und können wir jetzt endlich mal anfangen? Danke. Aber, ja, er hat ein Konzept, aber das Konzept, in dem er andere YouTuber disst und irgendwelche Kampfansagen oder Ansagen macht gegen ApoRed oder Montana Black und Kronk PewDiePie, also ich muss zu meiner, nicht Schande, aber zu meiner Verteidigung gestehen, ich habe noch nie im Leben ein Video von ApoRed gesehen. Noch nie. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten der hat, ich weiß nicht, wie seine Klicks sind, ich weiß über den eigentlich gar nichts, außer dass es ein YouTuber ist. Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch jetzt kein Interesse, mir das anzugucken oder so. Vielleicht macht er gute Videos, das kann sein. Ich erkundige mich vielleicht mal, was er für Videos macht. Aber ich gehe auch davon aus, wenn er gedisst wird, ist es ein größerer YouTuber. Ja. Und auf der Grundlage, dass ich andere YouTuber disse, damit Erfolg zu haben, das kann ich nicht ewig machen, weil irgendwann sind keine YouTuber mehr da. Oder ich sag mal so. Irgendwann habe ich die größten oder hat er die größten YouTuber gedisst. Und das war's dann. Und was macht er dann? Dann zeigt er seinen Tageseinkauf mit überteuerten Fertigschnitzel oder er macht ein Video, dass er sich mal wieder was beim Pizzaboten bestellt hat. Ganz ehrlich, Tanzverbot. Koch dir mal was selbst. Oder wie wär's denn mal mit einem frischen Salat? Wird dir auch nicht schaden. Und ich spreche nicht die Figur an, sondern einfach nur,
wenn ich sehe, was du dir immer bestellst, immer fettige Pizza und hier und da, tralala, wird dir ein Salat gar nicht mal so schlecht tun. Allein jetzt, wie gesagt, ich muss es nochmal betonen, nicht vom Gewicht her oder vom Körper her, sondern vom Gesundheit, also von der Gesundheit her. Ess mehr Salat, Mann. Mein Energy, trink so viel wie du willst, sauf dich tot an dem Zeug. Ich sauf auch genug von dem Zeug. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Krankheit. Ja, aber wie gesagt, ich finde es einfach nur lachhaft. Ich finde es lachhaft, dass man auf der Grundlage andere Leute fertig zu machen und zu dissen Erfolg hat. Ja, komm, schmeiß doch eine Granate. Lauf am. Hallo, was war denn das jetzt? Leck mich am Arsch. Pissköpfe. Ja, also ich habe eigentlich alles gesagt. Mir ist es auch egal, ob Tanzverbot oder Rauchverbot ein Video macht über mich oder mich disst oder sonst irgendwas. Das geht mir am Arsch vorbei. Nur wenn es zu bunt wird, werde ich mich zu Wort melden. Alles andere geht mir, denke ich mal, am Arsch vorbei. Ich habe niemanden jetzt beleidigt. Ich habe meine Meinung gesagt. Ich habe kein Aussehen beleidigt. Ich habe ja, ich habe einfach nur meine Meinung gesagt. In einem Punkt habe ich vielleicht den Rauchverbot beleidigt, indem ich gesagt habe, er ist asozial. Aber eine erkältete Nase jetzt, ne, wenn die verschleimt ist, im Video hochzuziehen, das ist ekelhaft und das finde ich auch asozial. Das ist ja aber meine Meinung. Aber wir werden sehen, was passiert. Wir haben jetzt ein bisschen Triggerfist gespielt. Ich wollte es euch mal ein bisschen vorstellen, auch wenn ich großartig nichts dazu gelabert habe. Ich musste einfach mal meine Meinung sagen und ich finde, das funktioniert bei einem Let's Play wie Minecraft, kann ich nicht so Sachen diskutieren. Da konzentriere ich mich aufs Bauen und und. Und hier funktioniert das ganz gut. Ich würde sagen, ich bin jetzt für heute raus. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ich wollte es gerade Ihnen sagen. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Und ja, bin raus und würde sagen, bis die Tage, macht's gut und arrivederci.